Okay, das ist dieser Planet hier, ne? Wie nennt sich der? Warte mal, dafür müssen wir ja erstmal hier attackieren. Impulsantrieb offline, atmosphärische Störung. Das ist ja wunderbar. Okay, das sind so die Informationen, die ich höre. Dieser Impulsantrieb ist offline. Schade. Da müssen wir halt noch 3 Minütchen warten. Okay. Wir bremsen halt jetzt. Achso, wenn ich langsam bin, tut mir das auf einmal weh. Apropos langsam, wo ist denn jetzt hier? Hilfe! Da! Genau, wie nennt sich das? Spatenstich. Ich will nicht mehr nach Spatenstichland. Ich will jetzt dahin. Ipikak. Sifaelis Ipikiguana. Da, das ist gut. Mond von Spatenstichland. Das, wo wir gerade eben waren, ne? Das ist schön. Scannen wir das mal. Da steht auch Iridium. Ja! Wir kommen da an in einer Minute. Obwohl, warte mal. Was ist denn mit Spatenstichland? Können wir da nicht einfach mal gucken? Eieiei! Das steht doch auch. Da ist doch Kadensium, da ist alles. Bam. Planetare Störung. Ich bin hier die Störung. Okay. Genug gestört. Man könnte ja meinen, dass einem davon schlecht wird, ne? Aber dem ist nicht so. Gibt es dieses Spiel eigentlich auch mit virtueller Realität? Hoffentlich nicht. Gib mir doch Iridium. Gib mir doch Iridium. Oh, oh. Was passiert da denn? Jetzt bin ich in die schwarze Folge geflogen. Suchen wir uns mal einen schönen Ort zum Landen. Hier. Achtung, Achtung, nein, nein, nein. Bing. Moin. Und dann wird gleich mit der RAD ein bisschen höher gefahren, ne? Ja, so haben wir es doch schön. 2 Sekunden hier und direkt krank geworden. Wie wenn man einen neuen Job hat. Das ist so. Lijek Südland. Wie ist eigentlich hier mit Beschreibungen von den Tieren und so weiter? Entdeckungen. Da. Dann habe ich das alles schon hochgeladen. Kopfkrachschraubler. Ja, das ist 2. Stock rechts. Sag mal, was bin ich eigentlich für ein Idiot? Auschio-Uglang. Umbenennen und hochladen. Das ist Pampadonien. Da wollen wir das. Hier umbenennen und hochladen. Und das ist Gansburg. Ja, da gibt es ganz viel Gänse. Die beschreibe ich nicht, das ist mir jetzt doof. Solche Zapfen hier, das ist. Das sind Lappen. Die müssen wir auch Lappen nennen. Wie jetzt? Name ist ungültig, wurde vom Schimpfwortfilter abgenannt. Lappen? Habe ich mich schon mal darüber aufgeregt? Habe ich schon mal Lappen geschrieben und es ging nicht? Glaube ja, ne? Warum geht Lappen nicht? Das ist doch kein Schimpfwort. Ich kann auch jemanden als Bahngleis beleidigen. Boah, Mann, du siehst aus wie ein Bahngleis. Oh, tut mir leid. Schimpfwortfilter. Das dort darfst du leider nicht mehr benutzen. Wer ohne Sünde ist, ne, der werfe bitte jetzt den ersten Stein. Lapön. Lapön. Das war was anderes. Oh, ich krieg bestimmt richtig Ärger, wenn ich das als Lappen. Ach, guck mal, das kann ich auch noch umbenennen. Sumpfbergkreis. Also Sumpfbergkreis. Ich bin jetzt gerade im Spatenstichland. Was ist hier eigentlich? Wieso kann ich das eigentlich nicht? Ich hab doch gerade was entdeckt, haben die gesagt. 10.000 Euro, ja, das will ich aber auch meinen.
Hier. Das brauche ich jetzt. Fang! Wenn ich das entdeckt habe, ne, jetzt mal so von der reinen Logik her. Wenn ich das entdeckt habe, ne, wer hat dann das Ding hier hingestellt? War das irgendjemand, der nicht genannt werden möchte? So ein Ghostwriter hier oder was? Hm. So, dann sind wir jetzt auf der Suche weiterhin nach Hiridio. Und das ist schade, weil das werden wir vermutlich niemals hinkriegen und finden. Ne, Leute, tut mir leid. Wir haben keine Möglichkeit hier in irgendeiner Form das zu machen. Hiridium 4 sammeln. Das klingt jetzt, als wäre das wenig, ne? Aber wenn man 0 hat die ganze Zeit, dann ist das doch eine ganze Menge. 4. Rad. Nanithaufen. Ich würde ja gerne gegen Baupläne tauschen. Und von mir aus machen wir das ja alles, ne? Aber die wollen ja alle nicht. Die lassen mich ja alle hier am langen Arm verhungern. Das ist mir jetzt fast zu blöd. Ich gehe einfach mal davon aus, dass so Hiridium sehr selten ist. Und dass ich das wahrscheinlich jetzt hier im näheren Umkreis nicht finden werde. Deswegen gehe ich jetzt nochmal zu meinem Schiffchen zurück und fahre nochmal eine andere Stelle an. Vielleicht haben wir da ja Glück. Ich dachte eigentlich so ein bisschen hier mit den Teilen, die sehen doch cool aus. Hast du schon gescannt? Risakoid, das magische Füllhorn. Ja, man könnte sich wohl denken, was ich gerade versuche zu scannen. Aber das Spiel will nicht. Ja, damit mache ich das halt. Okay. Startschubdüse 50%. Aber das kann ich ja auch nicht unendlich machen hier, ne? Irgendwann ist so eine Startschubdüse ja auch leer. Ja, ich wusste übrigens schon, dass ich diese Scanner auch im Schiff machen kann, aber irgendwie wird mir da auch nichts angezeigt dann. Ist das ein Kopfkrager? Ja, ich hätte an deiner Stelle, glaube ich, auch Angst. Och komm, Kinder, das ist doch hier nicht wahr. Da sieht's nach Geld aus. Immer näher zum Geld. Die Isotope. Ich finde es übrigens doch ein bisschen doof von dem Spiel, dass die Sachen, die mich am Leben halten, die Dinge sind, die so ein bisschen seltener sind, ne? Also normalerweise sollte man eigentlich davon ausgehen, dass so die Grundnahrungsmittel, also abbauen und am Leben bleiben, in diesem Spiel ja sind. Und dementsprechend hätte ich eigentlich erwartet, dass das ein bisschen schöner ist und ziemlich schnell wird. Da war doch das, ja. Oh Gott. Danke. Oh Gott. Zum einen ausschalten der Taschenlampe. Taschenlampe. Oh ja, komm. Nee. Ja. Ich habe ein Foto gemacht. Nee. Es war, glaube ich, noch nie so umständlich, ein Foto zu machen. Was ist das denn hier? Die kleinen Sachen? Gefahrgut, Schutzhandschuhe erforderlich. Ja, schön, habe ich nicht. Aber ich alles nicht. Aber es ist gut, dass man so noch ein paar Dinge in diesem Spiel hat, wo man weiß, da könnte man theoretisch in Zukunft noch was investieren und dann haben wir da noch mehr Spielspaß. Yeah. Das ist schön. Ich kriege ja nur hier aufs Botschaften ins Gesicht geflötet, ne? Ach, das gibt es doch nicht. Sag mal, wo ist das denn? Weißt du noch, damals ist Maddie 30 Parts... Dass Maddie nur 10 Parts No Man's Sky machen wollte. Ich glaube, ich mache das, bis die dann irgendwann sagen, ja, ab hier darfst du selber. Viel Spaß. Lass dich nicht fletschen. Was ist das denn da oben? Das ist ja ein bisschen gruselig, ne? Aber, ich habe eine Idee.
Erstkontakt bedeutet direkt aufladen der Ausdauer warten. Das ist auch sowas, was machen die im Theater, bevor die dann anfangen zu spielen. So 10-mal schnell hintereinander sagen. Ich hab da Ahnung, sag mal. Okay. Dann machen wir fertig hier. Und. So, jetzt will ich aber wissen, wo das. Da. Da gehen irgendwelche Fäden hin. Das ist wichtig. Das möchte ich mir jetzt angucken. Nächster Impulssprung. Was heißt das denn jetzt? Ich will da eigentlich keinen Impulssprung haben. Ach, das ist nur eine ganz blöde Raumstation. Ach Mensch. Ich dachte schon, ich hätte was Cooles gefunden. So ein in der Luft schwebendes Auge. Das mich dann auf mein Reisen irgendwie weiterbringen, aber. Nix ist. Alles. Oh, warte, warte, warte. Da ist so eine blaue Fahne. Da muss man hin. Seht ihr mal. Und ihr glaubt, alles, was ich mache, wäre total Irrsinn. Unwürdig, ne? Iridium ist blau und das Ding hier ist auch blau. Jackpot, please. Ja, was ist das denn? Das ist... Ja, gebe! Das Ding knackig runter. Du störst nicht, wer auch immer du bist. Je... Achso, ich dachte, das wären Tiere. Sagen. Tiere! Überhitzung! Stell dich nicht so an! Warte mal, mit dem Iridium hier, Heridium, nicht Iridium. Beinahe wieder was Falsches gesagt. Kann ich doch theoretisch... Scheiße, Plutonium war wahrscheinlich nicht das Beste dafür. Da kann ich doch Technologien installieren. Hier, das da, pass auf. Bergbaugeschwindigkeit plus hier, noch mehr. Was heißt hier Schnellfeuer? Ich will das Ding zweimal haben. So, guck mal, das geht gleich viel besser. Schneller durch wie durch Butter. Bam, 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 bam. Boah. Das Spiel gibt aber einem ein gutes Gefühl, wenn man gerade das gefunden hat, was man finden musste. Ja. Das ist schön. Iridium, du machst mich glücklich. Aber warte mal, was ist das denn hier? Das ist ja dann, das ist ja voll der Schmuh hier jetzt. Iridium ist ja nur einmal drumrum. Ich dachte, das wäre jetzt voll die Säule. Komplett voll mit dem Zeug. Nee. Falsch gedacht. Ganz trocken auf Kies gepupst, würde ich sagen. Der Puma-Käfig muss geöffnet werden. Ich bin der Meinung, dass wir jetzt ein neues Diskussionsthema allesamt zusammen etablieren können. Ja, ja. Wie schiss ist das? Das sah im Prospekt ganz anders aus. Prospekt. Kommt von lateinisch Prospekt, heißt vorher irgendwas sich anfinden, bevor man das dann macht. Oder eben auch nicht. Oder dann auch nicht machen. Vielleicht muss man das ja auch nicht machen. Wenn man gesehen hat, oh oh. Laut Prospekt haben die da keine Badewanne. Bleib mal lieber zu Hause. Dann bleib mal lieber zu Hause, weil der Prospekt liegt halt auch nicht. Ne? Und das ist auch schön für so ein Let's Play, weil ich die ganze Zeit hier rumwurstel und das Ding kaputt schieße. Ja, und ihr seid bestimmt dann total unterhalten. Das ist gut. Und ihr denkt euch, boah, ey. Vor allem, es gibt ja zwei Arten von Zuschauern jetzt hier. Das ist für mich jetzt eine große Entscheidungsleistung, die ich treffen muss. Die einen werden vermutlich sagen, Maddie, warum hast du da die ganze Zeit nur rumgeballert? Und das ist voll langweilig. Und mach mal was anderes. Schieß mal irgendwie so ein paar Rüsselsäue hier ab oder so. Ja. Das ist viel besser dann. Dominiere halt mal die Natur. Gedrückt halten zum Überspringen.
Bummler. Nee, ich dachte, da kommt jetzt Achievement. 40 Zuschauer gelangweilt. Weil ich glaube nicht, dass mehr Leute sich das hier angucken werden. Und selbst die dann nur ganz wenig. Hi, wenn du gerade zuguckst. Moin, viel Spaß. Du kannst zum Beispiel diesen fabulösen, in der Luft schwebenden irgendwas hier begutachten. Dafür hat es sich doch schon wieder gelohnt, ne? Die Physik-Engine in diesem Spiel ist echt formidabel, das muss ich mal sagen. Und dann gibt es die anderen, die dann hinterher sagen würden, warum hast du da nicht alles abgebaut, zum Beispiel das da? Hättest du noch eben machen können. Ja, Leute, das ist eine Entscheidungsleistung, wie gesagt, die ich hier treffen muss. Und da ist ja auch nur Hü oder Hort, ne? Entweder ich langweile euch zu Tode, oder...